Die Insel Wangerooge ist die östlichste der ostfriesischen Inseln und liegt im Mündungsbereich der Jade. Die Ansteuerung zur Jade und somit der Zugang zum Hafenstandort Wilhelmshaven erfolgt östlich der Insel. Wangerooge ist im Westen seeseitig durch Küstenschutzbauwerke aus Asphaltdeckwerk sowie teil- und vollvergossenem Schütztein-Deckwerk geprägt, die die Insel vor schweren Sturmfluten und somit vor Überschwemmungen schützt. Die vorhandenen Küstenschutzbauwerke wurden maßgeblich in den 1960er und 1970er Jahren hergestellt und haben inzwischen das Ende der Lebensdauer erreicht. Infolgedessen muss das Westdeckwerk umfangreich erneuert werden. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgte in mehreren Bauabschnitten, von denen das erste bereits in 2019 fertiggestellt wurde. Im Zuge des zweiten Bauabschnitts wurde nun der vorhandene Bauanleger im Hafen Wangerooge verstärkt und um 25 Meter verlängert, die Baustraße Harlehörn umfangreich erneuert und das Westdeckwerk von Seebühne A bis Seebühne F instand gesetzt. Die Arbeiten wurden im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee durchgeführt. Der Standort in Wilhelmshaven betreibt auf der Insel Wangerooge einen Außenstützpunkt, von dem aus die Arbeiten koordiniert und überwacht werden. Für die Ausführung der Arbeiten hat sich die Johann Bunte Bauunternehmung GmbH und Co. KG mit der Heinrich Hirdes GmbH als Teil der Boskalis-Gruppe zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die Heinrich Hirdes GmbH wurde dabei zusätzlich vom Mutterkonzern durch die Einheit Boskalis Nederland unterstützt. Als Nachunternehmer wurden die Firma Miebau Deutschland GmbH für die Steinlieferungen sowie die Firma Hülskens Wasserbau GmbH für die Verklammerungsarbeiten beauftragt. Die Ausführung der Arbeiten hat im Oktober 2020 begonnen und konnte mit der Abnahme am 30. November 2021 durch das WSA Weser-Jade-Nordsee Mitte Dezember 2021 abgeschlossen werden. Die Insel Wangerooge ist ein beliebtes Ausflugsziel und wird vor allem im Sommer von einer Vielzahl von Touristen bevölkert. Dies galt es bei der Ausführung zu beachten. Die Baustelle wurde hierfür weitreichend durch Bauzäune für den Zugang unbefugter Personen abgesperrt. Mit Hilfe der Inselbahn wurden unter anderem diverse Materialien und Baustoffe angeliefert, aber auch die An- und Abtransporte der Wohn- und Bürocontainer zum Baucamp realisiert. Die Insel Wangerooge wurde im Zweiten Weltkrieg wegen ihrer geografischen Lage und zum Schutz des Marinestützpunktes Wilhelmshaven stark befestigt. Aufgrund von schweren Luftangriffen und einer inselnahen Munitionsversenkung nach Kriegsende besteht ein latenter Kampfmittelverdacht. Daher wurden Teilbereiche der Maßnahme einer baubegleitenden Kampfmittelsondierung unterzogen. Im ersten Teilabschnitt wurde die vorhandene Anlegestelle mittels Ankerwand und Rundstahlanker verstärkt und zusätzlich um 25 Meter verlängert. Für die Nutzung als Umschlagstelle wurde der Anleger mit einem Stahlholm ausgestattet sowie mit Kantenpoller und Reibepfählen ausgerüstet. Für die seeseitige Versorgung der Baustelle mit Baumaterialien und der erforderlichen Schüttgüter für den Baustraßen- und Deckwerksbau sowie für die Anlieferung von Baugeräten, mobilen Werkstätten und auch Unterkünften wurde außerdem die Zufahrt und der Anlegerbereich mit Nassbaggergeräten auf die vorgesehene Ausbautiefe gebaggert. Seeseitig erfolgte die Baggerung durch den Stelzenbagger JBP65 der Firma Bunte zusammen mit der Schooter HH212 von Boskalis Hirdes. Aufgrund fehlender seeseitiger Ablagerungsflächen wurde das Baggergut am Bauanleger im Muldenkipper der Bunte Logistik umgeschlagen und am Westufer im Bereich der Uferdüne eingebaut. Landseitig und in unmittelbarer Nähe zum Bauanleger konnte die Liegewanne von zwei Hydraulikbaggern ausgehoben, direkt in Muldenkippern geladen und an den Einbauort transportiert werden. Ein Großteil der für den Einbau benötigten Steine, insgesamt 170.000 Tonnen, wurden in Steinbrüchen in Norwegen gewonnen und von dort entweder direkt nach Wangerooge oder aber in das von Miebau und Cuxhaven betriebene Zwischenlager transportiert. Aufgrund größerer Umschlag- und Lagerkapazitäten wurden in Cuxhaven zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgungssicherheit größere Steinmengen vorgehalten.
Dadurch wurden mittels größerer Transporteinheiten größere Mengen Steinmaterial klimaschonender und somit nachhaltiger angeliefert. Außerdem konnten vor Ausführungsbeginn alle erforderlichen Qualitäts- und Eignungsprüfungen von der Bundesanstalt für Wasserbau, BAW, durchgeführt werden. Der Antransport nach Wangerooge erfolgte maßgeblich durch die von MIBAU eingesetzten Schiffe Ames Coast und Ames Miska, die aufgrund ihres geringen Tiefgangs für eine problemlose Versorgung auf der tidenabhängigen Schifffahrtsroute nach Wangerooge mit stark wechselnden Wasserständen ideal geeignet sind. Die angelieferten Steine wurden mit Hilfe eines Umschlagbaggers an der Anlegestelle auf Muldenkipper der Bunte Logistik umgeladen und entweder direkt zum Einbauort oder in das Steindepot weitertransportiert. Im zweiten Teilabschnitt erfolgte die Erneuerung der Baustraße Harlehörn. Hierfür wurde zunächst der bestehende Dammkörper abgebrochen und abgetragen. Das Abbruchmaterial teilweise für den Aufbau der neuen Baustraße genutzt bzw. in das Nordwestdepot transportiert und für eine spätere Wiederverwendung zwischengelagert. Der während des Aushubs des Dammprofils gewonnene Sand wurde seitlich gelagert und nach Fertigstellung binnenseitig zwischen Baustraße und Düne im Strandbereich gleichmäßig wieder eingebaut. Die neue Baustraße wurde als Steindamm ausgebildet und besteht aus einer ca. 30 cm dicken Filterschicht aus Naturschotter, einer bis zu 1 m dicken Zwischenschicht sowie einer Decklage mit einer Schichtstärke von ca. 70 cm. Sowohl die Zwischenschicht als auch die Decklage bestehen aus Wasserbausteinen unterschiedlicher Fraktionen. Zur Sicherung des Dammkörpers wurde die Baustraße mit erosionsfestem, hydraulisch gebundenem Vergussmörtel teil- und voll vergossen. Aufgrund eingeschränkter Transportmöglichkeiten zur Insel erfolgte die Herstellung des Verklammerungsmörtels mit Hilfe einer mobilen Mischanlage vor Ort. Die Baustraße konnte aufgrund des Tide-Einflusses lediglich Zug um Zug in Teilabschnitten hergestellt werden, da eine Verklammerung des fertigen Steingerüstes innerhalb eines Tidenfensters erfolgen musste. Außerdem konnte der Vergussmörtel nur während des Tiden-Niedrigwassers eingebracht werden, da die Baustraße dann nicht unter Wasser stand. Der Verklammerungsmörtel bindet innerhalb einer Stunde ab, sodass dieser durch das steigende Wasser nicht mehr ausgespült werden kann. Dabei wurde der Fahrwegsbereich voll vergossen und in den Seiten- bzw. Böschungsbereichen teilvergossen. Hauptaugenmerk bei der Verklammerung der Baustraße lag auf der Schaffung einer möglichst ebenen Fahrbahn, die von Straßen-Lkw befahren und somit zum Beispiel für Materialtransporte für den Buhnen- und Deckwerksbau genutzt werden konnte. Regelmäßige Bauberatung mit allen Projektbeteiligten der Arbeitsgemeinschaft zur Abstimmung jeglicher baurelevanten Themen fanden teilweise in hybriden Veranstaltungen vor Ort oder in der Niederlassung von Boskalis Hirdes in Bremen statt. Hier wurden neben Themen zum aktuellen Baufortschritt oder zu vertragsrelevanten Angelegenheiten rund um den Bauherrn auch technische und finanzielle Aspekte der Baustelle gemeinsam erörtert. Im dritten Teilabschnitt wurde der für den Küstenschutz auf Wangerooge besonders wichtige Deckwerks- und Buhnenbau ausgeführt. Die neue Deckwerkskonstruktion sieht dabei eine Überbauung der bestehenden Deckwerke und angrenzenden Seebuhnenanschlüsse mit einem teilvergossenen Schüttsteindeckwerk bzw. einer vollvergossenen Steinschüttung als Deckwerksabfahrt zu den Seebuhnen vor. Das vorhandene Deckwerk bleibt dadurch großenteils erhalten, wodurch aufwendige Rückbaumaßnahmen entfallen, vorhandenes Deckwerksmaterial im Deckwerkskörper verbleibt und nachhaltig weitergenutzt wird. Lediglich im Bereich der Deckwerkskronen und am Fuß der Deckwerksböschungen wurden die vorhandenen Deckwerke abschnittsweise zurückgebaut. Hierfür mussten im Anschlussbereich zum neuen Deckwerk teilweise bestehendes Deckwerk und Altbuhnen abgebrochen bzw. beseitigt werden. Das Abbruchmaterial wurde mit Hilfe einer Brecheranlage gebrochen, im Steindepot zwischengelagert und anschließend einer nachhaltigen Wiederverwertung bei der Herstellung des neuen Deckwerks zugeführt. Insgesamt wurde die Konstruktion des neuen Deckwerks wesentlich robuster und größer ausgestaltet. Unter anderem wurde die Fußvorlage der Dammböschungen teilweise um bis zu 35 Meter seewärts verlegt.
Die für die Herstellung der Baugruben im Unterwasserbereich erforderlichen Nassbaggerarbeiten wurden dabei mit dem Stelzenbagger HH12 von Boskalis Hirdes durchgeführt. Aufgrund der geringen Wassertiefen war dieser Bereich für schwimmende Geräte nur schwer zugänglich. Die Arbeiten konnten daher nur während der Hochwasserphasen und somit tidenabhängig stattfinden und stellten einschließlich der tagtäglichen Verholung der schwimmenden Einheiten vom Schutzhafen zur Baustelle eine zusätzliche Herausforderung dar. Das gebaggerte Material mit einem Gesamtumfang von ca. 25.000 Kubikmeter wurde seeseitig querab im Bereich des bereits fertiggestellten neuen ersten Bauabschnitts umgelagert und konnte dadurch als Vorlandverstärkung unter dem Aspekt eines bereichsweisen zusätzlichen Küstenschutzes genutzt werden. Die Instandsetzung der Deckwerke und Buhnen erfolgte in mehreren Bauabschnitten und von unten nach oben. Die unteren Lagen des Deckwerksaufbaus bestehen dabei im gesamten Bereich aus einem Baustoffgemisch sowie einer mineralischen Filterschicht aus Naturschotter. Die darüberliegenden Schichten variieren sowohl in ihrer Lagenstärke als auch in der Größenklasse jeweils in Abhängigkeit von ihrem Einbauort und den Bemessungsvorgaben. Der weitaus schwierigste Teil liegt aufgrund des seeseitig erweiterten Deckwerksprofils unterhalb Tide-Niedrigwasser. Das heißt, sowohl die Fußsicherung als auch Teile des Deckwerks und der Buhnen konnten über eine Länge von bis zu 25 Meter nur unter Wasser hergestellt werden. Da diese Arbeiten ausschließlich von Land aus durchgeführt werden sollten, wurde ein Langarmbagger Cat 390 Triple von der Firma Boskalis mit einer Reichweite von bis zu 30 Meter eingesetzt. Dadurch konnte ein seeseitiger und wie bei der Nassbaggerung tidenabhängiger Einbau vermieden werden. Lediglich die Materialversorgung mit Wasserbausteinen fand teilweise seeseitig mit Hilfe einer Steinschute und direkt vom Bauanleger aus statt. Die weiteren Abschnitte sind räumlich getrennt durch den Bermenweg und teilen sich in den darunterliegenden mittleren Bereich bis zur Tide-Niedrigwasserlinie sowie den darüberliegenden Bereich bis zur Deckwerkskrone auf. Der Aufbau im mittleren Bereich besteht aus einem Filtermaterial unterschiedlicher Steinklassen. Danach wurde das Kernmaterial bestehend aus einer Mischung von Altmaterial sowie von Zuliefermaterial aufgetragen und profiliert. Das profilierte Kernmaterial wurde mit Wasserbausteinen mit einer Lagenstärke von 70 cm abgedeckt und im Anschluss mit Betonmörtel vollflächig teilverklammert. Der Aufbau oberhalb des Bermenweges bis zur Dammkrone folgt im Wesentlichen dem Aufbau des tieferliegenden Bereichs. Lediglich zwischen der Filterschicht und der Abdeckung mit Wasserbausteinen wurden zusätzlich Geotextilbahnen eingebaut und zur Lagesicherung während des Einbaus mit CP 45 bis 125 kg abgestreut. Den Abschluss der Baumaßnahme umfasste die Fertigstellung der Bermenwege. Die Bermenwege wurden zwecks besserer Erreichbarkeit des Deckwerks und der Buhnen sowie für das Befahren mit Straßenfahrzeugen mit Asphalt befestigt und mit Betonholmen eingefasst. Die kontinuierliche Belieferung der Betonpumpe für die Verklammerungsarbeiten konnte aufgrund des unwegsamen Geländes im Deckwerksbereich nur mit Spezialtransportbehältern auf Radladern erfolgen. Die kontinuierliche Belieferung war besonders wichtig, da der frühhochfeste Vergussmörtel nur 20 Minuten verarbeitbar ist. Der von den Hülskens-Ingenieuren speziell für den Einsatz im Tidenbereich entwickelte Mörtel entspricht in seiner Zusammensetzung den vorgeschriebenen Eigenschaften und verfügt einerseits über eine hochflüssige Konsistenz, um 60 cm in das Korngerüst des Deckwerks eindringen zu können. Andererseits bindet der Verklammerungsmörtel jedoch so schnell ab, dass der starke Wellengang am Westdeckwerk 45 Minuten nach der Verarbeitung den eingebauten Mörtel nicht mehr ausspülen kann. Das Einbauteam von Hülskens Wasserbau war im Rahmen der Ausführung in der Lage, einen in seinen Eigenschaften extrem schwierig zu handhabenden Baustoff unter tidenabhängigen Bedingungen den Anforderungen entsprechend einzubauen.